Moin moin und hallo. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr ein wenig Natur vernichten könnt, und zwar Unkraut. Unkraut ist ja des einen Freund, des anderen Leids. Und wenn ihr Unkraut als leidig betitelt, dann könnte es euch helfen, wie wir das jetzt hier entfernen. Das ist nämlich jetzt nur bedingt eine Chemiekeule. Sie besteht nämlich, was wir vorhaben, aus Essigsäure, 60%. Es gibt ganz viele Unkrautvernichter am Markt. Orange B zum Beispiel oder Orange Z, Orange G, alles Mögliche da, ne? Die ganz böse sind zur Umwelt. Ich weiß, Essigsäure ist jetzt auch nicht gerade der Burner. Es ist aber eine leicht abgeschwächte Form. Und wenn ihr, so wie bei mir, eure Schrauben und Mutter nicht mehr wiederfindet, weil überall alles rumwuchert, und andauernd müsst ihr neue Schrauben und Muttern kaufen, dann wird es Zeit, nach der fünften Zecke, dass ihr vielleicht mal wenigstens im Arbeitsbereich euch ein wenig die Entlaubung zur Nutze macht. Ihr könnt natürlich es abflammen. Nur das Gefahr dabei ist immer, dass ihr auch euer Haus abflammt. Hier ist auch eine Gefahr. Wenn ihr das Zeug trinkt, verätzt ihr euch. Wenn ihr das in eure Augen reinschmiert, werdet ihr wahrscheinlich blind. Also aufpassen. Wenn ihr das tief inhaliert in euren Lungen, dann habt ihr auch ein Problem. Das heißt also, wenn wir jetzt mit Essigsäure 60% aufwärts und aufwärts arbeiten, dann solltet ihr das Zeug nicht trinken, dann solltet ihr das Zeug auch nicht in eure Augen schmieren, auch nicht popeln dabei. Wir tragen Handschuhe und wir tragen Mundschutz und Augenschutz. Wir benutzen dafür eine Hobby-Exklusiv Typ 2630 gerade. Das ist eine Giftspritze, die durch Überdruck funktioniert. Diesen Überdruck werden wir selber initialisieren, indem wir das aufpumpen. Aber bevor wir das öffnen, solltet ihr hier immer an dem roten Freundchen ziehen, einfach rausziehen, andere Seite festhalten, dann macht es und wenn das Nanometer hier 0 bar anzeigt, dann können wir es öffnen. Ja, weil da ist ja eventuell noch ein Druck drin vom letzten Mal, ne? Wenn da 0 ist, dann ist da kein Druck drin und wir können es öffnen. Wie öffnen wir es denn? Wir drehen es nach links. Also jetzt nicht nur so nach links, weil so wäre jetzt Pumpen. So baut ihr einen Druck auf. Okay. Wenn also hier der Freund frei ist, dann baut ihr einen Druck auf und erhöht so den Druck im Innenbereich. Wenn ihr dann nach rechts bis Anschlag geht, könnt ihr das als Tragegriff benutzen. Und wenn wir etwas füllen wollen, müssen wir nach links und dann über links hinausdrehen. So, jetzt haben wir das geöffnet und können jetzt das innenliegende Pumpengehäuse, das druckaufbauende Freundchen hinaus befördern. Das ist wie so eine Luftpumpe, okay? Hier ist ein Dichtring, ein O-Ring. Wenn der mal undicht sein sollte, könnt ihr ihn ersetzen. Dann ist es wieder dicht. Okay, hier seht ihr nämlich auch die Funktion dahinter. So, pumpen. Jetzt wird Luft hier unten komprimiert. Jetzt wird sie hier außen angesaugt. Dann ist der Zylinder hier drin, der fährt nach unten, indem wir das hereindrücken. Dadurch wird Luft hier unten ausgegeben. Dadurch, dass hier aber ein Raum geschlossen ist, wird ein Überdruck entstehen, tun sollen. Wenn ihr das dann als Tragegriff benutzen wollt, zack, einrasten und dann könnt ihr das raustragen. Um es zu entfernen, gehen wir halt linke Seite und drehen das aus dem Gewinde raus. Ihr seht, dass es ein ganz grobes Gewinde ist. Das ist also die lufterzeugende Pumpe. Oder die Luft ist ja schon da, ne? Jetzt können wir hier reingucken. Da ist Platz für unser Gift, für unser Mittelchen. Ihr könnt natürlich auch hier Wasser reinmachen, um die Orchideen zu gießen. Aber das solltet ihr nicht machen, wenn ihr vorher Essigsäure drin gehabt haben solltet oder andere Unkrautvernichter. Wir füllen jetzt Essig hinein. 5 Liter passen hier rein, 3 bar Maximaldruck. Wird auch angezeigt. Ihr könnt aber hier sogar bis 8 bar gehen. Aber wir sollten es auf A3 bar einstellen gleich und damit dann eine Rundspritzung machen. Essigsäure. Essigsäure nehmen, öffnen, hineinkippen. Vorsichtig dabei, ne? Lasst nichts daneben tropfen, großartig, nichts davon trinken. So. Ihr könnt die Essigsäure auch verdünnen.
Wenn ihr die Essigsäure verdünnt, ist sie natürlich nicht mehr so stark. Ihr könnt sie mit Wasser verdünnen, 1:1. Dann habt ihr die halbe Power. Das heißt also, ihr checkt einfach mal an, was eure Pflanzen so gerne abmögen. Ihr solltet das natürlich jetzt nicht jede Woche machen, weil irgendwann ist nämlich dann der Boden so gesättigt, dass gar nichts mehr da wächst. Und das wollen wir ja auch nicht. Das heißt also, wenn ihr das 1-2 Mal im Jahr macht, und es wird ja nicht viel ausgegeben, weil dort unten an dem Stab ist eine Düse, und das wird ganz fein vernebelt. Das heißt, wir geben auf den Boden oder auf die Pflanzen selber nur eine geringe Menge von der besagten Säure, von der Essigsäure, nur eine kleine Menge, damit einfach die Pflanze dann nicht mehr weiter wuchern kann. Wenn ihr das jetzt voll reinkippen würdet in den Boden, wäre der über Jahre am Arsch. Das wäre nicht gut. Deshalb nur 1-2 Mal im Jahr machen, einfüllen, eventuell 1:1 mit Wasser verdünnen. Dann kommt unser Freundchen wieder drauf und wir drehen es wieder in Position. Okay, so jetzt drehen wir das so weit, bis wir hier eine Festigkeit haben und zwischen Ventil und Nanometer Platz ist. Dann können wir das so öffnen, so schließen. So haben wir nämlich den vollen Durchblick hier. So, und jetzt heben wir das an, drücken es nach unten. Heben es an, drücken es nach unten. Und das machen wir jetzt so lange, bis die 3 Bar erreicht sind. Ihr seht schon, dass hier unten das Nanometer bei jedem Zug nach oben geht und dadurch ein Überdruck entsteht. Dieser Überdruck ist dafür da, um, wenn wir nämlich dann hier unten das Ventil öffnen, dass das dann da rausgeschossen kommt. Okay? Das schießt dann da raus und verstäubt ganz fein. Deshalb ist hier drinnen ein Überdruck und da unten ein ganz kleines Ventil. Und ihr kennt das ja vom Gartenschlauch. Ihr haltet den zu und dann spritzt das 5 Meter weit. Wenn ihr den aufhaltet, dann spritzt das vielleicht 1/2 Meter weit. Das ist das gleiche Prinzip hier, was zum Einsatz kommt. Wir komprimieren Luft hier drinne, also machen von außen mehr Luft hier rein. Und dadurch steigt der Druck da drinne. Und wenn wir dann das Ventil hier unten öffnen, also mit dem Hebel da oben öffnen wir das, dann boom, dann wird das nämlich dann richtig abgehen und wird dadurch unten viel rausschießen. So, jetzt ist mir das hier gerade aufgegangen. So, jetzt haben wir es mal wieder geschlossen. So, jetzt sind wir bei 1 Bar, das sollte auch schon reichen. Auf geht's nun zum Sprayen. Wir haben also hier eine Halterung. So. Dann ist hier eine Abfreundin. Ne? Hier ist ein Hebel und hier ist der Schlauch. Wenn wir jetzt hier drücken, kommt hier vorne der Nebel raus. Ne? Und damit gehen wir jetzt an die zu zerstörende Pflanze und tragen das so auf, dass ein feuchter Nebel bleibt. Einfach drauf sprayen, zack, zack, zack. Alles klar, das reicht schon. Es muss nicht triefen. Und ihr seht, wir müssen noch gar nicht auf 3 Bar gehen. Und dann, nach ein paar Stunden, sieht dieser grüne Bereich so aus wie das hier. Da habe ich das nämlich schon gemacht. Das heißt, die Pflanze stirbt dann ab. Rest in peace. Es tut mir sehr leid, dass sie sterben muss, aber es musste sein, weil hier überall meine Muddis und so weiter von dannen gehen. Und jetzt könnt ihr euch das Ding zum Beispiel im Rucksack nehmen oder mitnehmen und mobil damit rumsprayen und alles vernichten, was ja vernichtet werden sollte. Ich weiß, nicht so ganz toll, aber das Unkraut nervt einfach doch. Es macht ja auch eure Bausubstanz kaputt,
wenn das zum Beispiel dann da rumwuchert, wo ihr eure Terrasse habt oder so. Ne? Das sprengt, die Wurzeln sprengen nach und nach immer alles auf. Und diese Essigsäure hilft euch dabei, das Zeug im Schach zu halten oder sogar zu entfernen. Ein bis zweimal im Jahr reicht voll und ganz. Einmal machen wir jetzt eine Terrasse, zeige ich euch im Zeitraffer. Und da passt auf, nicht einatmen, nicht trinken, nicht ins Auge reiben, nicht popeln, nicht in andere Körperöffnungen reinschieben. Immer vorsichtig damit. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Tzu.